Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, wie auch immer, vom zerstrubbelten Ich. Wow. Ich bin gerade dabei, mein Pflaster zu wechseln und dachte, ich zeige euch das Ganze jetzt einmal. Da wurde ich auch drum gebeten, an alle, die das nicht sehen können. Es sieht aber überhaupt nicht dramatisch aus. Es ist ja nicht mehr verblutet und groß und offen. Also, so sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt erkennen kann. Also, es ist noch offen. Schaut mal. Ja, so sieht's aus. Es ist so, es wird halt von Tag zu Tag kleiner und geht immer enger zusammen und so weiter und so fort. Ich wollte hier gerade mal, ich habe gestern Abend schon dieses Pflaster abgemacht, weil gestern Abend noch mal ordentlich was rauskam. Dann habe ich schon einer meiner Pflaster gemacht und heute Nacht hat es auch noch mal ein bisschen geblutet. Also da kommt auf jeden Fall immer mal noch was raus. Wie ihr seht, drumherum ist noch alles rot und blau. Das ist halt meine entzündete Haut. Das dauert halt einfach, bis das zurückgeht. Ansonsten, ihr seht es ja, der Schlitz wurde, oder ja, das Skalpell wurde von oben nach unten angesetzt. Ich dachte ja, so wäre es schöner, aber da steckt man ja nicht drin. Ja, ich mache da jetzt, ich darf da auch nichts dran machen, also keine Salbe, also gar nichts von Cremes, auch kein Wasser, nichts. Es soll einfach so alleine von innen nach außen heilen, bis irgendwann die Wunde zu ist. Übrigens, ich habe hier irgendwas bekommen. Das ist aber ein normaler Pickel. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall noch ganz viele solcher größeren Pflaster und da werde ich einfach täglich wechseln. Genau, ich mache mir, kleb mir das mal schnell drauf. So, der Löffel ist das wieder drauf. Ja, ich habe es euch jetzt extra jetzt erst gezeigt und nicht vorher schon, weil vorher sah das natürlich nochmal ganz anders aus. Ich habe hier gestern ja meine Rosen in die Vase gestellt und dadurch, dass die wirklich so große Köpfe haben und schwer, also es sind so richtig große Köpfe, hingen die heute Morgen direkt, weil die ja kein Wasser drin hatten. Ich möchte die ja direkt trocknen lassen und es sieht natürlich nicht schön aus, deswegen wenn man Rosen trocknen möchte, die dann schön gerade trocknen und nicht so den Kopf hängen lassen, dann muss man sie halt kopfüber aufhängen und trocknen lassen. Das habe ich jetzt gemacht. Eigentlich voll schade um die Blumen, aber ich möchte die ja jetzt wirklich dann die nächsten 2, 3, 4 Tage spätestens in den Strauß einarbeiten und den Strauß ja auch kleiner machen. Same und die Türstopper. Eine ganz große Liebe. Ja, wir haben Viertel oder beziehungsweise 10 nach 11. Ich habe jetzt eigentlich, der Samu ist nämlich erst so seit 20 Minuten ungefähr wach. Ich habe eigentlich die ganze Zeit am PC gesessen, einen Vlog geschnitten, der ist auch schon fertig, der lädt gerade hoch und ich bin gerade dabei, einen zweiten Vlog zu schneiden. Ich habe E-Mails durchforstet und. Genau, und ja, ich bin so ein bisschen dabei, geburtstagstechnisch mit meiner Schwester so ein bisschen was zu schauen, was man machen kann und so weiter. Man kann ja nicht großartig was machen. Es wird, ich gehe zu 1 Million % davon aus, dass der Lockdown verlängert wird, mindestens bis März, April, boah, keine Ahnung. Also, dass man großartig da ihren 30. Geburtstag feiert, das wird nicht möglich sein, aber was Kleines, kann man auf jeden Fall machen. Also werden auf jeden Fall mit Kuchen und Deko und keine Ahnung was machen. Ihr kennt mich da ja mittlerweile. Mehr ist mein Motto. aber was Kleines im Sinne von Menschen. Im kleinen Kreis sozusagen. Genau. Ja, jetzt waren wir auch die ganze Zeit am Schauen. Ich habe mit meiner Schwester ganz offen darüber gesprochen. Meine Mutter und ich wollten eigentlich mit ihr, deswegen kann ich das so offen erzählen, weil sie das eben auch alles weiß. Meine Mutter und ich wollten mit ihr eigentlich in den Louis Vuitton Store gehen und sagen, so, jetzt such dir meine Tasche aus oder was auch immer. Da das hundertprozentig nicht möglich sein wird, haben wir gesagt, dass wir dann eben online eine bestellen. Und generell ist es immer schwierig, jemanden mit sowas zu überraschen, weil in diesen ganzen High-End-Stores ist nicht die ganze Ware draußen. Die ganze Ware ist im Lager. Im Store stehen dann da irgendwie 50 Taschen rum, alles so ganz minimalistisch. Und im Store sind dann irgendwie 500 Taschen. Also so, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, aber
Sabo Baby. Wow, wir können so schön, gerade Sabo kann so schön an der Hand laufen mittlerweile. Wirklich, man hält nur, also ich gebe ihm nur meinen Finger und er läuft, läuft, läuft. Ich denke nicht, dass es noch lange dauern wird, bis er laufen wird. Ja, mein Schatz, gell? Auf jeden Fall, ja, wenn man sowas schenkt, müsste man theoretisch entweder wissen, was derjenige möchte. Oder wenn man wirklich in Store geht, ohne irgendeinen Plan, das ist sehr fatal, in Anführungszeichen. Man müsste eigentlich immer vorab online schauen und sich genau alles angucken und vielleicht sich seine paar Favoriten raussuchen und sich die dann halt eben im Store gegebenenfalls dann halt eben zeigen lassen. Meine Lockenmähne, wie kann man solche Locken haben? Guck mal. Guck mal. Überall Löckchen. Du lässt es ja gar nicht zu gehen. Überall sind die Löckchen. Ja, mein Tati. Ja, deswegen, wir hätten ihr wahrscheinlich sowieso vorab irgendwie so gesagt, dass sie sich mal umschauen soll, online halt eben, vielleicht bei verschiedenen Stores, wie auch immer. Und meine Schwester hat sich schon sehr, sehr, sehr lange eine bestimmte Tasche von Louis gewünscht, die sie oft gesehen hat. Und sie hat gemeint, sie muss sich gar nicht großartig umgucken, das ist die eine oder keine. das war aber auch eine, die ständig ausverkauft war. Also wirklich ständig. Egal, wann ich reingehe, weil die hat mir auch immer sehr gut gefallen. Das war aber keine, wo ich gesagt hätte, die würde ich mir kaufen. Ja, da war einfach, da waren andere noch mehr in meinem Favoritenbereich sozusagen. Und ich hatte zu ihr gesagt, such dir mal von der Seite irgendwie so 10 Sachen aus und ich kann dann immer mal gucken, ob die Sachen verfügbar sind und so weiter und so fort. Und sie meinte, nee, nur die eine und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, weil, wie gesagt, ich habe euch ja gestern schon gesagt, wenn man sich für sowas entscheidet, muss man wirklich sich sicher sein und nicht so nach dem Motto, ach ja, die ist hübsch, ja, die nehme ich mal, so nach dem Motto, ja. Sowas leistet man sich ja nicht alle Tage. Und dann hat sie mir gestern Abend geschrieben und ich habe es gar nicht gesehen, weil mein Handy auf lautlos war. Und sie schrieb mir, die Tasche ist verfügbar und hat es mir mehrmals geschrieben und auch angerufen. Mein Handy war auf lautlos, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das dann so eine Samu, nein, 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 lass mal die Mimi in Ruhe. Ja. So eine Stunde später ungefähr hatte ich das dann gesehen gehabt und habe dann mir noch gedacht so, oh shit, jetzt hast du was verpasst oder was, kann da nicht sein. Und bin dann gucken gegangen und ich habe sie tatsächlich noch bekommen. Und auch bestellt. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert hat, weil bei der Tasche, die ich mir zum Beispiel bestellt habe, da steht erfolgreiche Bestellung. Bestellung stand erstmal Bearbeitung, dann Bestellung abgeschlossen und jetzt ist sie zur Vorbereitung in den Versand. So. Und als nächstes steht dann versendet. Das sind so mehrere Steps, die da halt stehen. Und bei ihr, ihrer Tasche steht Prüfung auf Verfügbarkeit oder sowas. Und sie ist auch aktuell jetzt nicht mehr verfügbar. Also ich hoffe sehr, dass es geklappt hat. Ich habe zwar auch eine Bestellbestätigung bekommen und so weiter, aber wie gesagt, in der Bestellhistorie steht für, Prüfung auf Verfügbarkeit. Also ganz, ganz strange. Ich hoffe, dass es funktioniert hat. Das wäre mega. Dann hätten wir das Geschenk nämlich schon mal. Wenn die Taschen demnächst hier eintrudeln, werde ich sie euch auch auf jeden Fall zeigen. Oh Gott, Samu. Ich denke, in so einer ein, zwei Wochen werde ich dann auch Kuchen und Co. auf jeden Fall organisieren. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen Deko machen. Also ihr wisst ja, ich liebe das. Also bei mir gibt es keine Geburtstage ohne Deko. Oder irgendwelche Feiern oder keine Ahnung was. Das gehört einfach dazu. Genau, da habe ich jetzt auch nämlich ein bisschen Zeit investiert und geschaut auf Amazon und Co., aber noch keine finale Entscheidung getroffen. Mal gucken. Und ich hatte auch geschaut nach einem Faschingskostüm für Lias, aber ich müsste erstmal im Kindergarten, später, wenn ich ihn abhole, muss ich mal fragen, ob die überhaupt was machen. Ich habe nämlich bei verschiedenen Leuten gesehen, dass sie so Kostüme besorgt haben und dann dazu gesagt haben, dass es im Kindergarten halt eine kleine Feier gibt. Feier, voll übertrieben. Im Kindergarten machen sie dann vielleicht irgendwie so Bonbons werfen oder keine Ahnung, was sie machen.
Ich weiß noch nicht mal, ob das bei uns der Fall ist, weil die haben bis jetzt noch nichts gesagt. Normalerweise gibt es bei so Sachen immer irgendwie eine Info, entweder per E-Mail oder mündlich, wie auch immer. Weil das ist ja schon... Ja. Oh Gott, wie heißen die denn alle, die Feiertage? Aschermittwoch, Aschermond, Fastnacht, Mond... Ich habe keine Ahnung. Montag, Dienstag, Mittwoch sind auf jeden Fall, also nächste Woche... Ist es ja alles schon, deswegen müsste ich da mal später nachfragen, ob die was machen, dass ich da auf jeden Fall noch was bestellen kann, weil ich kann ja nirgendwo was kaufen, hab ja alles zu. Und mal gucken, ob ich dann rechtzeitig noch irgendwas, also über Prime kriege ich bestimmt noch was. Ich hatte schon was rausgesucht vor ein paar Tagen und ich habe gesehen, dass es nicht mehr verfügbar ist. Ich hatte es nämlich extra in den Warenkorb gelegt, war mir aber nicht sicher, ob ich es jetzt bestellen soll oder nicht. Am Ende bestelle ich es, aber brauche es letzten Endes gar nicht. Weil wir, wie gesagt, ja noch keine Info über sowas bekommen haben, dass sowas überhaupt stattfindet. Und jetzt ist es nicht mehr verfügbar. Ich hoffe, ich finde noch irgendwas in der Art. Genau. Ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich eigentlich die letzten Stunden die ganze Zeit am PC verbracht und irgendwelche Sachen dort gemacht, organisiert, auch E-Mails beantwortet, ein paar Termine von mir umgelegt wegen dieser Geschichte hier. Ich möchte einfach, dass das schön, ja... alles verheilt ist, bevor ich mir da irgendwas ins Gesicht klatsche. Beziehungsweise für mich wäre es kein Thema, weil ich mache das ja auch tatsächlich so. Ist es ja nicht so, dass ich jetzt mein Gesicht gerade nicht reinige, wasche, mir eine Maske oder sowas auftrage. Hier mein Schatz. Es gibt halt Firmen, die sagen, ja, mach, wie du denkst, wie du es für richtig empfindest. Und dann spare ich den Teil halt eben aus. Und es gibt dann welche, die sagen, nee, lass lieber verheilen und dann verschieben wir das Ganze und macht es dann, wenn es alles wieder heile ist. So oder so bin ich komplett fein damit, deswegen manche Sachen habe ich verschoben, manche nicht. Aber jetzt die ersten Tage, also ich glaube, ich habe meine erste Beauty-Kooperation erst wieder am Sonntag oder so. Also es hat jetzt auf jeden Fall erstmal einige Tage Zeit, dass da in Anführungszeichen nichts drankommt, weil ich, wie gesagt, ich gehe ja trotzdem mit Beauty-Produkten drüber, aber ich mache jetzt halt keine Full-Face-Reinigung, pipapo, ich versuche das dann halt eben auszusparen und wenn ich mir das Gesicht nass mache, mache ich es ganz leicht nass, dann schäume ich es halt ein bisschen ein, spare das aus und mache ich dann erstmal mit einem Handtuch grob weg und dann mit Wasser und Wattepads und so weiter. Also irgendwas mache ich ja schon, aber halt anders als sonst. Deswegen ist es ja auf jeden Fall auch nochmal aufwendiger und dauert länger. Das ist sein neueste Hobby. Weil hier kommt, kann er sich ja nicht hochziehen. Das ist ja eine glatte Fläche. Und er zieht sich dann am Regal hoch und dann geht er vom Regal hier rüber. Und dann läuft er und dann holt er sich irgendwelche Sachen runter. Was auch immer. Deswegen, es muss immer alles weit, weit, weit nach hinten. Das ist jetzt zwar alles weit hinten, aber ich nehme trotzdem mal mein Glas weg. Man kann halt auf einen kleinen Tisch gar nichts hinstellen, der reißt alles runter. Ich bin mittlerweile auch froh. Es hatten mir auch ein paar geschrieben, Tischläufer muss wirklich bis zum Ende des Tisches gehen. Habe ich auch immer gesagt oder gedacht, aber letzten Endes, ich habe mich jetzt so an diesen... ich würde es gar nicht als Tischläufer bezeichnen, weil dafür ist er, finde ich, zu breit. Es ist wirklich so eine Tischdecke, die halt eben, es gibt ja Tischdecken, die nicht über den kompletten Tisch gehen und so runterhängen. Ich glaube, sowas ist auch überhaupt gar nicht mehr modern. Es gibt ja viele so kleinere Tischdecken, die in der Mitte nur sind oder whatever. Und deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm, weil der Samu kommt ja, wenn er sich hier hochzieht, dann kommt er hier dran. Haben wir schon oft mitbekommen, weil der Lias oft Sachen an den Rand direkt stellt und der Samu sich das dann runtergeholt hat. Deswegen, das ist sehr, sehr gut, weil wenn die Tischdecke wirklich bis hier hingehen würde, der hätte die schon 5000 Mal runtergerissen. Deswegen, so wie es ist, ist es perfekt. Ja, Schätzige. Ja, ich werde jetzt auch gleich mal eine Runde Essen machen. Ich weiß gar nicht, was ich heute mache. Ein bisschen planlos bin ich, aber jetzt kriegt der Samu erstmal sein Brei. Und dann gucken wir mal. Ja, du, Brei, gell? Ganz schlechtes Thema momentan. Oh, er freut sich, wenn er den Brei sieht und er nimmt den Schnulli raus und schmeißt ihn weg und freut sich. Und die ersten zwei Löffel sind toll. Und danach findet eine regelrechte Verweigerung statt. Und es ist egal, welchen Brei ich ihm gebe. Ob es ein Abendbrei ist, Nachmittagsbrei, ein Frühstücksbrei. Es ist völlig egal. Ja, du, über dich rede ich. Egal, ob mit Fleisch, ohne Fleisch. Die ganzen Sachen, die er geliebt hat und die er immer gegessen hat, er verweigert momentan. Alles. Es treibt mich langsam so ein bisschen in die Verzweiflung.
Ja, du? Es ist komplett, komplett, komplett das Gegenteil wie Lias damals. Der Lias hat ja hervorragend gegessen. Der hat diese ganzen Breis einfach nur weggeatmet. Wenn man ihm was in die Hand gegeben hat, hat er direkt daran rumgenagt. Der Samu, wenn man ihm was in die Hand gibt, er guckt ja immer fleißig uns zu, was wir essen und so weiter. Ja. Er guckt ja immer fleißig zu und dann denke ich immer so, ach, der hat bestimmt Lust da drauf. Und dann gibt man ihm immer was und er spuckt es entweder direkt wieder aus oder er nimmt es gar nicht erst in den Mund. Oder wenn man ihm was in die Hand gibt, dann schmeißt das komplett auf den Boden. Ich habe keine Ahnung. Ganz, ganz strange. Ja, ich glaube mit... Er hat ja auch diese Knusperstangen mal gehabt. Diese Maisstangen oder... Sind das Maisstangen? Ich weiß gar nicht. Die hat er geliebt. Oh, die Post ist da. Die hat er geliebt. Der hat er so weggeatmet. Schatz, es ist ein Päckchen für dich. Okidoki. ja, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt. Als die erste Krankheitswelle sozusagen kam vom Kindergarten, wo die wirklich einmal die Woche krank war. Also krank war eine Woche, dann eine Woche gesund, dann wieder zwei Wochen krank. Und seitdem das war, ist er nicht mehr. Keine Chance. Und wir probieren es ja jeden Tag. Also es ist ja nicht so, dass wir aufgeben und sagen, oh ja, gut. Sondern wir probieren es ja jeden Tag, ihm was zu geben. Und Abwechslung und bla und keine Ahnung was. Mit spielerisch und nicht spielerisch. Und mit uns zusammen am Essentisch. Und auch dann alleine, dass dann abgelenkt wird. Und alles Mögliche schon probiert. Keine Chance. Ja. Aber wir probieren es weiter. Deswegen bereite ich jetzt mal seinen Brei vor. Oh mein Gott, hier hängen überall solche Eiszapfen. Wie schön das aussieht. Oh mein Gott. Hier auf der Seite auch. Richtig hübsch. Mega. Hier sieht's aus. Katastrophe. Und für solche Sachen ist es dann mal gut, wenn man ganz schnell hier mit dem Swiffer durchswiffern kann. Das mache ich jetzt gerade mal, weil das ist eine Katastrophe, wie es hier aussieht. Das schleppt man halt alles rein. Deswegen... Ja, ab hier kann ich einmal putzen. Boah, ich war gerade den Lias abholen und davor kurz im DM. Leute, es sind gerade minus 6 Grad. Ich komme auf diese Kälte überhaupt nicht klar. Also auf dem Weg vom Auto in irgendwo rein erfriere ich. Ernsthaft, das ist so krank. Und hier sieht es jedes Mal aus. Deswegen, ich habe jetzt mal ganz kurz durchgeswiffert, einfach nur so im Eingangsbereich, weil der Samu krabbelt da ja auch entlang und dann ist er komplett dreckig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich das jetzt mal schneller gemacht. Ist aber auch schon trocken durch die Bodenheizung. Ist das immer alles ratzifatzi. Ich zeige euch kurz mal die Sachen, die ich beim DM geholt habe. Ich bin hauptsächlich wegen Pflaster, wegen Pflastern hin. Ich habe jetzt diese beiden mal mitgenommen. Ich hoffe, dass da ein paar große mit bei sind. Groß genug sind, um mein Ding hier abzudecken, weil das ist ja, es ist gar nicht so groß, also aber da sind auch schon ein paar gute dabei. Mir ging es drum, ich wollte welche haben in Hautfarben, gerade wenn ich irgendwie was dann halt für die Arbeit drehe, dass man nicht dieses Weiße sieht, sondern zumindest mal so ein hautfarbenes Pflaster, weil ich weiß ja nicht, wie lange das Ganze noch geht. Und hier gab es auch welche in durchsichtig und in der Mitte dann hautfarben. Das fand ich auch ganz cool, weil das auch so Aquapflaster sind, die dann auch so ein bisschen robuster sind. Ich werde die testen, we will see. Da habe ich ein paar Sachen für Ostern mitgenommen. Ich habe ja euch gezeigt, als ich diesen Trockenblumenstrauß geholt habe, dass ich auch so weiße Äste, so Zweige geholt habe. Davon werde ich mir noch ein Bündel holen und das dann hier vorne an der Küche hinstellen. Und da dachte ich dann so, Eier aufzuhängen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Plastikeier mitgenommen, dass man die wirklich, dass der Lias die schön greifen kann und anmalen kann. Ich denke, wir werden auch ein paar Eier pusten, ein paar echte Eier da dazu hängen. Aber es ist immer so schade, die Kinder, er ist halt wirklich SS3. Also wenn er die dann kaputt macht, dann ärgert sie ihn nur. Und vielleicht werden wir ein paar Eier abkochen, dass die so hart sind. Und dann kann er die ja bemalen und vielleicht dann den Omas schenken oder so. Aber ich glaube, so zum Aufhängen sind die ganz cool. Die haben 1,45 gekostet, finde ich mega. Dann habe ich auch nochmal so Eiermalstifte mitgenommen für die echten Eier oder auch für die, vollkommen egal, wir haben ja genug Stifte eigentlich da. Aber für die echten Eier ist das, glaube ich, ganz cool. Das hat jetzt 3,75 gekostet. Dann habe ich nochmal solche Stickers hier mitgenommen.
Der liebt ja Stickers. Ich denke, wir werden vielleicht auch mal ein paar mit Paw Patrol und sowas machen. Das wird er bestimmt klasse finden. Für 95 Cent. Und dann habe ich nochmal solche hier mitgenommen. Die haben 1,55 gekostet. Die sind richtig klasse. Aber da muss man echt hier mal, muss ich gucken, wie man das genau macht. Das ist hier zum Beispiel wirklich dann für echte Eier. Oder? Das sind solche Banderolen mit Motiven. Und die muss man dann anscheinend, schaut mal, so ums Ei drum machen und dann mit ins kochende Wasser legen und dann druckt sich die Farbe sozusagen drauf. Da sind richtig coole Sachen mit dabei. I love you. Und keine Ahnung, richtig cool wahrscheinlich. Also auch so zum Verschenken dann. Und dann habe ich noch neben den Eiern, dachte ich, dass man noch so ein paar Häschen aufhängen kann. Ich habe mich einmal für dieses hier entschieden. Ich finde das so süß. Dieses Puschelbuschelteil. Richtig goldig für 3,25. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben gar keine Osterdeko. Das ist jetzt wirklich so das Erste, was ich geholt habe mit dem mit diesen Figuren letztens von dem Großhandel. Deswegen, ja. Und dann auch noch eins jeweils, eins, oh Gott. Ich habe noch zwei Häschen geholt für jeweils 1,55, so rum. So, auch zum Aufhängen. Die gab es auch noch in Weiß, in so einem Cremeweiß und... Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich dachte, so ein bisschen Farbe reinbringt. Deswegen habe ich mich hier für so ein Flieder und dieses Grün entschieden. Fand ich irgendwie süß. Die haben so kleine Schwänzchen da dran. Ja, und dann mit dem hier noch und dann die ganzen bunten Eier. Das langt, denke ich, auch auf jeden Fall. Genau, gibt es gerade alles beim DM, in, also diese ganzen Ostersachen. Vielleicht hole ich auch nochmal so, da gab es auch so Ostereifarbe. Also wenn man die Ostereier ja so kocht, in Farbe ein, also wenn man Eier fest gekocht hat, also harte Eier. Und dann gibt es ja so Farbe, wo man die Ostereier reinlegt und sie dann bunt sind und dann vielleicht nochmal bemalt. Ich denke, sowas werde ich dann doch nochmal mitnehmen. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil ich jetzt die hier mitgenommen habe. Ich bin mir jetzt nicht, keine Ahnung, aber irgendwas werde ich dann noch machen. Genau, jetzt werde ich mich gleich nochmal an den PC setzen. Wir haben mittlerweile 4:15. Ich bin nämlich gefühlt 3 Runden gefahren, weil ich eigentlich noch zum Blumenladen wollte, habe aber keinen Parkplatz bekommen und ja, dann habe ich letzten Endes gelassen. Mir ist heute nämlich was richtig Blödes passiert. Ich hatte heute Morgen schon einen Vlog komplett fertig geschnitten und der war am Hochladen. Und dann habe ich einen zweiten Vlog angefangen und ungefähr bei der Hälfte wollte ich dann gucken, was denn mein Vlog macht, der dann hochlädt, ob ich den dann mal online stellen kann. Und habe ich gesehen, dass der Ladevorgang abgebrochen war und ich dachte mir so, hä, warum? Und wollte dann halt beim Nachforschen ist mir aufgefallen, dass mir etwas mal wieder passiert ist. Das ist mir gefühlt so 3-mal in meiner ganzen YouTube-Zeit passiert. Ich habe wieder alle Dateien gelöscht. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, ich hatte gedacht, dass es schon hochgeladen ist oder ich weiß es nicht, warum. Mein Kopf war irgendwie ausgeschaltet anscheinend zu diesem Zeitpunkt. Ich habe wirklich diese fertige Datei, die hochgeladen wird, die auf dem Desktop-Schreibtisch halt immer ist. Die habe ich gelöscht und ich habe auch die Dateien, die einzelnen Dateien, die eben noch nicht geschnitten, noch nicht zusammengefügt war, die habe ich auch gelöscht. Das heißt, ich kann komplett von vorne anfangen, die Dateien vom Handy erst einmal auf den Laptop ziehen, die hochziehen und dann alles überhaupt erstmal von vorne schneiden, abspeichern, hochladen und so weiter. Den kompletten Vorgang habe ich einfach heute Morgen komplett umsonst gemacht. Das nennt man mal Hasenhirn, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott, richtig, richtig schlimm. Naja, deswegen, ich wollte jetzt eigentlich am Nachmittag, wo der Lias da ist, wenn er so ein bisschen am Spielen ist und mein Mann halt Feierabend hat, wollte ich mich eigentlich hier mit meinen Everdrop-Flaschen mal beschäftigen und für euch fleißig testen, beziehungsweise auch für mich. Ich bin da ja sehr interessiert dran. Aber der war nichts. Ich muss mich jetzt an den PC setzen und die komplette Arbeit von heute Morgen wieder von vorne starten. Yay.